Das Coronavirus hat riesengroßen Einfluss auf unseren Alltag. Logisch, wir sind aktuell in Quarantäne. Und die Frage ist jetzt, was machen wir denn eigentlich mit der ganzen frei gewordenen Zeit, wenn wir zu Hause sind in Quarantäne? Heute gibt es von mir einige Tipps, was du machen kannst, während du in Quarantäne bist. Wie wäre es denn mit Yoga am Morgen? Falls du noch nicht Yoga ausprobiert hast, dann kannst du jetzt einfach mal mit Yoga starten. Ich persönlich bin auch kein Yoga-Profi, habe aber vor längerer Zeit einfach mal damit angefangen und ich muss sagen, das tut mir wirklich richtig gut. Und das Gute an Yoga ist, du brauchst niemanden dafür, das kannst du ganz entspannt einfach zu Hause machen. In Zeiten von Corona dreht die Welt sich einfach ein bisschen langsamer. Und wenn Yoga dir tatsächlich vielleicht noch einen Gang zu viel ist, schraub noch einen Gang runter und fang einfach an zu meditieren. Also meditieren tut auch wirklich richtig gut, muss ich sagen. Man kommt einfach in seine innere Ruhe und seine innere Kraft so ein bisschen rein. Und hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, dass ich anfange mit Yoga und anfange zu meditieren, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Aber Standpunkt jetzt kann ich dir sagen, das tut mir persönlich richtig gut und man entwickelt sich natürlich auch immer weiter und ich kann dir das wirklich nur wärmstens ans Herz legen, gerade jetzt, wenn du zu Hause bist. Jeder von uns kennt das. Man kauft sich ein Buch, man nimmt sich vor, dieses Buch schnellstmöglich durchzulesen, aber irgendwie landet dieses Buch dann doch irgendwo in der Ecke. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dieses Buch aus der Ecke wieder rauszuholen und sich einfach mal dieses Buch vorzunehmen und ganz entspannt durchzulesen. Chill dich einfach aufs Sofa und nimm dir das Buch vor, was du schon immer mal lesen wolltest. Und wenn du ein bisschen faul bist, wenn es um das Thema Lesen geht, dann ist das gar kein Problem. Dann lad dir einfach ein Hörbuch runter oder zieh dir einfach den neuesten Podcast rein und bild dich einfach ein wenig weiter. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann schnapp dir jetzt den Putzlappen und bring die Wohnung mal so richtig auf Vordermann und starte mit dem Frühjahrsputz. In Zeiten von Corona sollte wirklich jede Wohnung picobello aussehen und sollte nirgendwo mehr ein Staubkorn zu sehen sein. Also bring deine Wohnung auf Vordermann und gib zu Hause mal ein bisschen Vollgas. Wir müssen ja eigentlich zu Hause bleiben. Aber das hindert uns nicht daran, einfach mal in die Natur zu fahren, in den Wald zu fahren und einfach mal eine Runde zu joggen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mehrere Tage einfach nur zu Hause bin, dann habe ich so einen inneren Drang. Ja? Also das geht eigentlich schon bei mir bei 2, 3 Tagen los. Dann muss ich mich irgendwie bewegen. Ich muss dann irgendwie raus und mich bewegen. Und da ist Joggen wirklich eine richtig gute Möglichkeit, um sich mal draußen in der Natur so richtig auszupowern. Wenn du keine Lust hast zu joggen, dann könntest du ja eigentlich ins Fitnessstudio fahren. Die haben aber gerade geschlossen. Aber das ist trotzdem kein Grund, kein Workout zu machen. Denn du kannst ja auch zu Hause ein Homeworkout machen. Man braucht nicht viel, es gibt super viele Übungen, die man ohne Geräte machen kann. Kannst du einfach mal bei YouTube ein bisschen reinschauen, was es dazu für Übungen gibt. Es gibt auch ganz viele Fitness-YouTuber, die dir ganz viele Möglichkeiten anbieten. Also ein Homeworkout ist auf jeden Fall drin. Wenn du einer der Glücklichen bist und zu Hause Homeoffice machen kannst, dann ist das natürlich mega nice. Aber egal, ob du zu Hause Homeoffice machst oder nur in Quarantäne bist, empfehle ich dir, nicht den ganzen Tag im Jogginganzug rumzulaufen, sondern zieh dich ganz normal an, als würdest du ganz normal zur Arbeit gehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, das hat irgendwie so einen psychologischen Effekt. Wenn ich nämlich den ganzen Tag im Jogginganzug rumlaufe, dann habe ich irgendwie so ein gechilltes Urlaubsgefühl. Ich muss mich erstmal richtig ganz normal anziehen, bis ich in den Arbeitsmodus reinkomme und das brauche ich auch einfach irgendwie, um so einen produktiven Tag zu haben. Und ich habe da tatsächlich auch so einen Spleen, ich muss auch tatsächlich mir immer richtige Schuhe anziehen, damit ich in diesen Arbeitsmodus reinkomme. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist bei mir halt so und ich habe auch kein YouTube-Video gedreht, ohne richtige Schuhe anzuhaben. Also ich empfehle dir auf jeden Fall, dich jeden Morgen anzuziehen, auch wenn du zu Hause bist und in Zeiten von Quarantäne, denn das gibt dir einfach so ein anderes Gefühl. Und wo wir gerade schon bei Klamotten sind, es gibt, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt als jetzt in der Quarantäne, um seinen Kleiderschrank auszumisten. Man schiebt es normalerweise immer auf die lange Schulter, aber jetzt gibt es keine Ausrede mehr, jetzt wird der Kleiderschrank endlich ausgemistet. Und wenn du den Kleiderschrank dann ausgemistet hast, dann kommt da wahrscheinlich richtig viel zusammen. Da empfehle ich dir an dieser Stelle, die Kleidung dann einfach zu spenden. Dann bekommst du auch noch ein paar Karma-Punkte. Egal, ob du Homeoffice machst oder nur in Quarantäne bist. Ich empfehle dir auf jeden Fall, jeden Morgen eine To-Do-Liste zu schreiben. Wenn du dir eine To-Do-Liste schreibst, dann ist dein Tag irgendwie viel strukturierter und am Ende des Tages hast du auch das Gefühl, wenn du einige To-Dos auf der To-Do-Liste durchgestrichen hast, dass du auch einen richtig produktiven Tag hattest, auch wenn du zu Hause bist. Und zu guter Letzt, Leute, genießt die Zeit mit euren Liebsten. Gerade wo die Welt sich einfach ein bisschen langsamer dreht, könnt ihr ganz entspannt zu Hause runterfahren, mit euren Liebsten ein wenig kuscheln und keine Panik schieben, sondern einfach ein bisschen runterkommen, ein bisschen relaxen und einfach in eure innere Ruhe kommen. Also Leute, bleibt positiv, auch in Zeiten von Quarantäne. Wenn du jetzt jemanden kennst, der sich gerade aktuell mega langweilt in der Quarantäne, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich super freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein wenig weiterhelfen kann. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit zu Hause, macht das Beste draus und vor allen Dingen bleibt gesund.